Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Ich begrüße euch hier auf meinem Kanal zu einem neuen Let's Play Projekt. Und zwar starte ich heute mit L.A. Noire aus dem Hause Rockstar Games. Die bringen uns ja immer die GTA-Spiele und auch Red Dead Redemption. Und L.A. Noire zählt auch zu einem Meisterwerk, was die damals mal erschaffen haben. Es ist ein älteres Spiel, was 2011 das erste Mal erschienen war. Aber seit November 2017, das liegt gerade mal 2 Monate zurück, ist dieses Spiel als Remastered-Version erhältlich. Und man kann es auch nochmal auf der PlayStation 4 spielen oder auch auf der Xbox One oder auf dem PC. Und da haben sie es nochmal komplett überarbeitet, remastered sozusagen, mit 4K-Optik und so weiter. Und es ist ein Spiel, was man echt mal gesehen haben sollte, denn damals haben sie da sehr, sehr, sehr viel investiert in eine Motion-Capture-Technik. Und wirklich jeder Charakter in diesem Spiel ist gespielt oder wurde gespielt von einem richtigen Schauspieler. Und wir werden hier auch im Let's Play einige bekannte Gesichter wiedersehen, die wir aus Film und Fernsehen kennen, aus Kinofilmen. Aus Herr der Ringe sind da welche dabei und da möchte ich auch nicht so viel verraten, welche Schauspieler hier alle auftauchen. Ihr werdet da sicherlich das ein oder andere bekannte Gesicht wiedersehen. Jede Figur in diesem Spiel ist ein realer Schauspieler und deswegen haben sie da die Gesichtsanimationen abgefilmt. Und wir schlüpfen in die Rolle von Cole Phelps in die späten 40er Jahre von Los Angeles. Viele kehren gerade aus dem Zweiten Weltkrieg zurück in die Heimat. Der Krieg ist vorüber und ja, die ganzen ehemaligen Soldaten wissen noch nicht ganz genau, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Und Cole Phelps als großer Kriegsveteran geht zur Polizei. Zur Polizei von Los Angeles, zum LAPD. Und wir müssen mit ihm zusammen einige Mordfälle aufklären oder auch andere Fälle. Und das wird ziemlich interessant. Und ja, ich starte jetzt einfach mal auf neu. Und wenn ihr Lust habt, L.A. Noire hier mit mir zu durchleben auf meinem Kanal, würde ich mich freuen, wenn ihr einschalten könntet. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das Ganze auch ganz freiwillig mit einem Daumen nach oben vielleicht bewerten und unterstützen. Und wir starten jetzt rein in L.A. Noire. Viel Spaß beim Intro. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car, the symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Ja, die Sprachausgabe selbstverständlich wieder auf Englisch, wie immer bei Rockstar Spielen. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling car, 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Get
16 William requests uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Ja, da sind wir angekommen im Spiel. Wir müssen jetzt hier mit Auto fahren und ihr habt sicherlich auch schon am Anfang gesehen. Ja, die Sprachausgabe ist auf Englisch, wie immer bei Rockstar-Spielen. Ist hier aber ziemlich wichtig, finde ich, da, wie gesagt, jeder Charakter hier von einem Schauspieler gespielt wird. Die ganzen Gesichtsanimationen, die Lippen, Synchronisität und das gehört einfach alles mit zur englischen Sprachausgabe. Deswegen sehr wichtig in dem Spiel eigentlich. Und jetzt fahren wir mal zum Tatort. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Warte mal schneller hier, du alte Gurke. So, da vorne ist das gelbe Fähnchen, da müssen wir hin. Und hier ist ein Verbrechen gewesen. Hat es stattgefunden. Tatort einer Gasse. Homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got places here. To be. Happy hunting. Happy hunting, sagt er. Ja, ja. Die natürlich. This is a fist hump. Ja. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Okay. Man hat schon gemerkt, wie wir hier ein bisschen behandelt werden. Die sind natürlich von der Mordkommission und wir sind hier nur einfache Streifenpolizisten, die hier gerade noch angefangen haben. Phelps, ja, wie gesagt, auch gerade aus dem Krieg zurückgekommen und noch ein Neuling hier. Und dann fängt man normal als Streifenpolizist an. Ja, L.A. hier damals im Boom gewesen, aber von einigen auch bezeichnet als Sündenpool. Und ja, viele junge Leute kommen auch in die Stadt und träumen von der großen Filmkarriere in Hollywood. Hollywood hier neu am Start und ja, startet mit den ganzen Filmen durch. Phelps, noch nichts, ich schaue noch. Hier hört er vielleicht so ein Klaviergeräusch, das zeigt uns immer an, dass in der Nähe Hinweise sind, die wir untersuchen sollten. Wie zum Beispiel hier die Zeitung. Cole, komm, take a look at this. Gleich, hier liegt eine Zeitung, mein Freund. Erstmal die anschauen. Psychiater sagt, der Verstand ist die letzte Grenze. Die letzte Grenze zu was? Dr. Harlan Fontaine, speaking at USC, in der Universität von Kalifornien. Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr... Sheldon. Or Courtney Sheldon. I'm only in second year, doctor. They fast-tracked me a year. Because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering around. You went through a lot together. Yes, doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon. And your penance for your friend's help is to come and work at one of them in your spare time. With what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that.
Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Na, der Professor kommt doch schon ziemlich strange rüber. Der gute Sheldon hier sucht einfach nur nach Hilfe, weil er immer noch traumatisiert ist von den Ereignissen, die er im Krieg erlebt hat, wie viele andere auch. Und er möchte ihn da jetzt mit Medikamenten vollpumpen für seine Forschung. Ich glaube nicht, dass die Flasche uns weiterhilft. Nope. Ich finde, es sieht auch heute immer noch sehr, sehr gut aus mit diesen Gesichtsanimationen. Man sieht richtig die ganzen Ausdrücke im Gesicht, die noch später wichtig werden in verschiedenen Befragungen, weil man anhand der Gesichtsanimationen später erkennen muss, ob jemand lügt oder nicht. So. Also hier sehe ich gerade nichts. Hier soll aber was sein. Ah, guck mal da an. Die kleinsten Teile, die hier auf dem Boden rumliegen. Doesn't look like anything. Sieht unwichtig aus. Was ist das überhaupt? Ein Pinsel? Toll. Mein Kollege hat auch noch nichts gefunden, glaube ich. Oh, also wenn das mal nicht nach einem Hinweis aussieht. Hier wurde er also angeschossen. Oder erschossen. Er ist ja sogar tot. Neuer Hinweis, Blutfleck. The shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Und zur Info noch für diejenigen, die es interessiert, das Spiel ist in Deutschland ab 16 Jahren freigegeben, anders wie in den Rockstar-Spielen. Ich mag aber bei Rockstar eigentlich immer lieber diese ernsthaften Spiele wie jetzt L.A. Noire oder auch Red Dead Redemption, und GTA hat mir eigentlich nie zugesagt. So, wir können jetzt hier auch noch unser Notizbuch öffnen. Da haben wir dann zum Beispiel die Beweise, die wir hier gerade gefunden haben, der Blutfleck, Blutspritzer an Tür und am Boden der Gasse. Gut, dass er das auch alles gleich mit seinen Zeichenkünsten aufzeichnet. Der hat schon Talente, der gute Phelps. Wir müssen aber immer noch die Mordwaffe finden. Haben wir vielleicht Blutspuren noch, die auf dem Boden woanders hinführen? Na, nicht wirklich. Hier ist auch schon der Tatort zu Ende. Gehen wir einfach mal in die Richtung. Wir können auch laufen. Da spiegelt sich ja was im Fenster. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Ja, da hat der Mörder wohl hier die Tat begangen und hat dann die Waffe oben aufs Dach geworfen. Wir müssen jetzt einen Weg nach oben finden. The gun's up on the roof, right? Hier, am Rollklettern. Alte Kletterkünste hier. Ich hoffe, das Spiel ist so nicht zu dunkel. Ich kann sonst mal in die Statistiken oder in die Optionen schauen. Ob wir dann noch irgendwas einstellen können, Wichtiges. Ich glaube, die Zielempfindlichkeit ist, glaube ich, in Ordnung so. Vielleicht ein bisschen höher machen. Wichtig ist ja, oh, guck mal, Fotomodus, das hat das Spiel auch. Sehr schön. Musik, Effekte, Dialoge voll aufgedreht. Die Anzeige, ich glaube, die Helligkeit habe ich sogar schon höher. Ja, habe ich schon etwas höher gemacht. Sollte reichen. Man möchte ja auch nicht die ganze Atmosphäre zerstören, indem man das zu hell macht. So, und da haben wir die Mordwaffe gefunden. Na, du willst keine Handschuhe anziehen, bevor du die anfasst? Smith & Wesson. Serial S71893. Okay. Da ist sogar noch die Seriennummer drauf. Two rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Ja. Hier oben findet sie doch jeder. Zweimal wurde geschossen. Und dann die Waffe einfach aufs Dach geworfen. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town.
We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. We could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Ein paar Blocks. Glaubst du, die Waffe hat er echt da gekauft? Dann scheint das ja ein ziemlich dämlicher Mörder zu sein. Ein paar Blocks von hier. Also zurück zum Auto. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little boy scout, Cole. Yeah. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Ja, die von der Mordkommission haben natürlich gesagt, wir sollen die Waffe finden, eintüten und dann sofort zum Revier bringen und dort in die Kammer für die ganzen Beweise. Aber Cole hat nicht mehr so großen Lust, in dieser Streifenuniform rumzulaufen, möchte gerne aufsteigen, möchte Karriere machen und möchte das Ding jetzt auf seiner eigenen Art lösen, den Fall, und ja, die Mordkommission da raushalten. So, das war die Gasse. Jetzt fahren wir hier zum Waffenladen. Als Zielort festlegen und schon haben wir das unten auf der Karte auch schon drauf. Kann ich auch die Map öffnen? Also ja, da. Da haben wir die Karte. Soll doch eigentlich... Naja, ein paar Blocks. Das sind aber mehr als ein paar Blocks. Das ist da oben. Leider wird uns hier natürlich keine Linie angezeigt, die wir folgen können. Wir müssen den Weg einfach so dorthin finden. Man kennt es ja in Rockstar-Spielen. Gerade wenn man in der Stadt unterwegs ist, fährt man da auch sehr viel Auto. Aber hier in den 40er Jahren ist das alles noch sehr smooth. Die Autos konnten noch nicht so schnell fahren. Ich glaube 50 Meilen pro Stunde. Da hattest du dann schon eine Karre, die echt schnell war. Das fährt sich aber sehr angenehm hier mit dem Controller auf der PS4. Sehr smooth. So großartig aufpoliert ist die Grafik jetzt nicht fürs Remastered. Aber ist natürlich eine höhere Auflösung als damals. Und wie gesagt, es ist ein Spiel, was man mal gesehen haben sollte, gerade wegen dieser ganzen Gesichtsanimationen und weil es echt gut gemacht war. Und solche Spiele zeige ich ja natürlich dann auch immer sehr gerne auf meinem Kanal. Habe ich ja bisher immer gemacht. Auch viele, viele Remastered-Titel auf meinem Kanal, die ich da gespielt habe, als Let's Play komplett abgeschlossen. Und L.A. Noire darf nicht fehlen, finde ich. So, da ist der Waffenladen. Die haben sogar eine Shooting Gallery für 24 Stunden geöffnet. Kannst du rumballern hinten. Im Hinterzimmer. Sehr nice. Amerika, wie wir es kennen. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson. Model 27, registered Magnum. Chambered for .357. Nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Pat. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Wenn es nicht schlimm wäre, wäre die Polizei nicht hier. So, drücke X. Oder wische nach links über, um das Buch aufzuschlagen. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Modell 27 mit Nickel. Das sind die Adresse. 25, da ist 27 Nickel, haben wir hier. Zum Beispiel 1. Nee, den da über. D. Nee, Quatsch. Das steht da nicht. Das hat er nicht gesagt. Die Namen, die sagen mir jetzt noch nichts, die da stehen. We're in luck. Errol Schroeder. 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Okay. Schroeder. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Ja, ja.
Hätte ich in seinem Fall auch gesagt. Call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Naja. Natürlich werden wir das nicht durchgeben über Funk, sondern selber hinfahren. Schröders Apartment. Ziel festlegen. Und los geht's. Wo haben wir denn das? Schröders Apartment ist aber ganz schön weit weg. Was ist da? War das hier? Das, hier war das die Tatort in der Gasse. Da der Laden. Jetzt müssen wir da hinten hinfahren. Okay, hier ist ein Fluss noch. Aber hier über die Brücke fahren, finde ich schon. Wir können auch einfach hier nicht über den Bürgersteig heizen, sondern einfach mal hier lang. Hey, lass mich hier mal abbiegen. So. Wollt ihr mich streifen? Ja, das war mal. Now that wasn't so hard. Das war ich. Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One of a kind murder weapon bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Nee, wirklich nicht. That's why they get caught. Two out of every three crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Hier haben wir die Brücke gefunden. Erstmal da rauffahren. Kurvenlage von den Dingern ist. Ey, ey! God damn it, Cole! Ich bin Polizist, ich darf das. So, erstmal auf die andere Seite des Flusses. Los Angeles River hier. Schauen wir mal, ob dieser Schröder zu Hause ist und ob er die Waffe vielleicht verloren hatte. Man muss ja nicht gleich verdächtigen, weil das wäre ein bisschen zu einfach. Die Waffe finden, dann im Buch finden, wem sie gehört und dann zu dem hingehen. Erstmal anhören, was er dazu zu sagen hat, zu der ganzen Geschichte. So, hier sind wir auch schon. Hier irgendwo parken. Wäre nett. So. Schröders Apartment. 22.53 Uhr. Oh, da oben haben wir auch den Cola King. War ich nicht eben gerade auf der anderen Straßenseite? Parken wir halt da. So, Türen mit goldenen Türgriffen können wir immer rein. So, checken wir mal den. Den Briefkasten, er wohnt im Schröder. Apartment 2. Apartment 2. Schröder, Apartment 2. Schröder, wie die Amerikaner das aussprechen. Und hier haben wir auch schon Apartment 2. Anklopfen. LAPD. Hallo? Ja, oder gegen Bollern, ey. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn. Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Whoa. Aber er ist auch ein harter Typ, move, der jetzt einfach auch hier sich der Polizei einfach widersetzen will und anfängt, die umzukloppen. Wenn er wirklich unschuldig ist und seine Waffe hier gestohlen wurde, warum greift er einfach die Polizisten an? Wer macht sowas? Hör auf aufzuweichen. Ich kann kämpfen, ich habe alle Rocky-Filme gesehen, ey. Und sogar auch Adrians Rache. Nochmal den Türpfosten weg. Bam. Und hier, nochmal kriegst du nochmal schön einen auf die Kauleiste. Und das Knie war aber ein bisschen zu heftig, oder? Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. Ja, ja. Take a look around. Er hat dich natürlich wieder eiskalt erwischt, wo du deine Deckung nicht hattest, ne? Pass auf deine Waffe auf, nicht, dass sie losgeht, sonst haben wir noch mehr Sauerei auf jeden Fall dabei. So,
Erstmal die Mütze aufsetzen. Hier haben wir Blut auf dem Boden. Das ist von eben von der Schlägerei gekommen. So, der Typ, der ermordet wurde, hat also für ihn gearbeitet. Für den Schröder. So, was haben wir denn hier noch? Irgendwelche bekannten Namen? Clayton, Kaplan. List of names in a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Wer ist Floyd Rose? We can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Wir sind Polizisten, wir können das. Jetzt rufen wir doch Unterstützung über Funk. Jetzt kommen natürlich gleich wieder die Leute von der Mordkommission und werden uns erstmal was erzählen, glaube ich. Ein Flashback von Phelps. Oder von jemand anders. Nein, das ist Phelps. Da kommen die Soldaten alle zurück aus dem Krieg. Phelps und Dunn. Zurück in der Heimat. Nee, die fahren doch gerade erst hin. Noch weiter zurück. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Da haben sie sich noch erst freiwillig gemeldet, weil der Zweite Weltkrieg ja da auch damals richtig ausgebrochen ist, als die Japaner Pearl Harbor angegriffen haben. Da haben sich viele, viele Amerikaner dann freiwillig gemeldet für den Krieg. Das war der Rückblick. Bewaffnet und gefährlich. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle, identify, code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 here. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger, KGPL. 14 Adam en route. So. Wir haben einen Code 211, ein 211er. Da werden wir, denke ich mal, in der nächsten Folge weitermachen hier mit L.A. Noir. Das war mal jetzt hier ja fast schon die ersten 30 Minuten oder 30 Minuten Video. Ja, wenn euch das Spiel interessieren sollte, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da einschalten könntet. Es ist ja, wie gesagt, ein ernsthaftes Spiel, wo man Mordfälle aufdeckt. Und dann gibt es noch korrupte Polizisten mit und man muss da in den eigenen Reihen aufräumen und da wird noch vieles auf uns zukommen. Schießereien kommen natürlich auch, Action-Szenen nicht vergessen. Und ja, also ich habe Bock drauf, das hier nochmal zu spielen. Deswegen habe ich da heute nochmal mit angefangen und werde das auch durchziehen bis zum Ende, wie immer meine Let's Plays. Und wenn ihr ja wollt, seid ihr herzlich eingeladen, hier einzuschalten. Und wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr das Ganze freiwillig mit einem Daumen nach oben unterstützen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sage ich wie immer, ciao, ciao, bis zur nächsten Folge. Und ich denke, das kommt täglich 14 Uhr, würde ich sagen, ja. 14 Uhr L.A. Noir, 16 Uhr dann Assassin's Creed. Und die Multiplayer-Spiele dann gegen 12. Also vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.